Liebe Weinheimerinnen und Weinheimer, liebe Freunde der Stadt Weinheim, vor uns liegt ein Weihnachtsfest, wie wir es aus den zurückliegenden Jahren, ja man muss sagen, wie wir es aus den zurückliegenden Jahrzehnten nicht kennen. Noch immer werden wir begleitet von der Corona-Pandemie, die in der Vorweihnachtszeit auch dazu führte, dass zahlreiche Geschäfte und Gaststätten erneut schließen mussten. Auch mit Blick auf Weihnachten wird es uns in diesem Jahr nicht möglich sein, Gottesdienste in der Form miteinander zu feiern, wie wir es über viele Jahre hinweg gewohnt waren. Denn noch immer werden wir begleitet von Vorschriften, Verboten und insbesondere dem Gebot, Abstand zu unseren Mitmenschen halten zu müssen. Speziell an Weihnachten fällt uns allen dies sicherlich schwer, da es das Fest der Liebe ist und wir gerade in diesen Tagen gerne mit unseren Mitmenschen, mit unseren Freunden, Bekannten und Verwandten zusammenkommen. Ja, und vielleicht den einen oder anderen von diesen auch gerne in den Arm nehmen würden. All dies wird in diesem Jahr nicht möglich sein. Insoweit, glaube ich, schließt es sich uns allen, dass viele Mitbürgerinnen und Mitbürger in dieser Zeit von großen Sorgen, Ängsten und Nöten begleitet werden. Sei es die existenzielle Angst oder sei es auch die Sorge, krank zu werden, vielleicht auch an Corona zu erkranken oder sei es der Kummer, im zurückliegenden Kalenderjahr einen wertvollen Menschen verloren zu haben. Liebe Weinheimerinnen und Weinheimer, ja, die Corona-Pandemie überlagert auf dramatische Art und Weise den Jahresrückblick in das Kalenderjahr 2020. Und dennoch, glaube ich, können wir mit großem Mut und großer Zuversicht in die Zukunft blicken, da wir bewiesen haben, dass wir die richtigen Antworten auf die Herausforderungen und Aufgaben haben, die sich uns gestellt haben. Dank zahlreicher Organisationen, Institutionen und vieler engagierter Vereine haben wir die Krise bislang, soweit es möglich war, relativ gut gemeistert. Ich glaube, das sollte uns allen viel, viel Zuversicht geben. Liebe Weinheimerinnen und Weinheimer, an dieser Stelle bleibt mir Ihnen ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest zu wünschen. Und ich verbinde dies mit der Hoffnung, dass Sie ein möglichst gutes Format finden, mit Ihren Liebsten zusammenzukommen. Ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen gelingt, sich im Herzen nah zu sein, wenn wir auch physisch Abstand halten müssen. Dieser Wunsch ergeht nicht nur von mir persönlich, sondern selbstverständlich auch im Namen unseres Gemeinderats und im Namen unseres ersten Bürgermeisters, Dr. Thorsten Fetzner. Und darüber hinaus wünsche ich Ihnen einen guten Start in das neue Kalenderjahr 2021 und vor allem eines, schon heute viel Gesundheit. Ihr Oberbürgermeister.